Herzlich willkommen zu Patch 0.7.7 und der Patch bringt wenige Neuerungen, dafür viele Änderungen. Aber eine der wenigen Neuerungen ist das Go Navy Event und dort habt ihr, wie ich schon einmal berichtet habe, die Möglichkeit euch zwischen zwei Teams, zwei Fraktionen zu entscheiden. Einmal die Eagles und einmal die Sharks. Das Interessante bei diesem Event ist, dass es nicht wie beim Feuer- und Wasser-Event von damals eine fixe Wahl ist, sondern dass ihr jeden Tag aufs Neue die Wahl der Qual habt, euch für ein Team zu entscheiden und um den Tagessieg zu kämpfen. Gewinnt das Team, bekommt ihr eine extra Belohnung. Wenn nicht, dann nichts. Und wenn ihr keinen Punkt für das Team erzielt, bekommt ihr auch keine Belohnung. Sprich, es wird Aktivität gefordert, wie schon erwähnt, wahrscheinlich um das Sommerloch zu überbrücken, denn es ist heiß, es ist schön und da geht man raus. Von daher eine verständliche Gelegenheit von Wargaming für alle Spieler, hier ein bisschen mehr Zeit zu investieren und dafür belohnt zu werden. Es gibt unter anderem tägliche Belohnungen, spezielle Kampfaufträge. Ihr bekommt natürlich auch einen Hafen, je nachdem. Wenn ich glaube, wenn ihr New York ausgewählt habt, ist er sogar im Look gehalten. Eine Fortschrittsanzeige im Hafen, Bestenlisten, persönlicher Beitrag. Also alles, was es braucht. Einzigartige Container, einzigartige Tarnungen, Aufnäher, Teamflaggen und so weiter und so fort. Also es gibt einiges. Der Wettbewerb wird freigeschalten am darauffolgenden Tag des Patch Days und ich spezifiziere das nochmal. Patch Day ist der 26. Der darauffolgende Tag ist der 27. und es beginnt um 0400, also um 4 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeitrechnung. Zusätzlich dazu bekommt man auch noch Eagles und Sharks Punkte. Da kann man auch irgendwas machen. Man kann spezielle Inhalte aus den Containern zielen, natürlich, aber das kommt alles in einem neuen Artikel mit den Go Navy Wettbewerbsregeln. Auch die Unternehmen wurden verbessert. Einmal Narai wurde verbessert und Raptor kommt wieder. Da werde ich euch nicht spoilern, das solltet ihr selbst entdecken. Wie gesagt, Narai und Raptor verbessert und wiederkommens. Hier kommt jetzt eine wichtige Information für das Arsenal. Nämlich kommen mit Update 0.7.7 wieder neue Gutscheine für das Arsenal ins Spiel. Das bedeutet Folgendes. Jeder von uns bekam mit Einführung des Arsenals Gutscheine in einer begrenzten Zahl. Diese Anzahl der Gutscheine ist weiterhin begrenzt, aber wir bekommen in gewissen Zeitabständen neue Gutscheine dazu. Für Schiffe, die 25% Gutscheine, ist der Zeitabstand 6 Updates ab Veröffentlichung, also von 0.7.6. Also 0.7.12 werden wir wieder Gutscheine dafür bekommen. Für Verbesserungen ein Gutschein pro Update. Für Signale zwei Gutscheine pro Update. Das heißt 0.7.6, 0.7.7, 0.7.8, immer zwei Gutscheine. Bei Kategorie Signale sind es zwei Gutscheine pro Update und bei Tarnungen sind es ebenfalls zwei Gutscheine pro Update. Ihr seht es also, es sind immer zwei Gutscheine bei Signale 50%, Signale 25%, Tarnungen 25%, Verbesserung ein Gutschein pro Update. Also Verbesserungen 25% und Schiffe 25%, ein Gutschein alle 6 Updates. Ich weise explizit darauf hin, dass die Anzahl der Gutscheine, also nochmal, begrenzt ist. Habt ihr zwei Gutscheine und ihr wartet jetzt 6 Monate oder für die Verbesserung hier auf dieses Update, dann bekommt ihr nicht drei Gutscheine, sondern ihr bekommt weiterhin nur zwei Gutscheine. Also ihr habt weiterhin nur zwei Gutscheine. Habt ihr zwei Gutscheine, setzt jetzt einen ein, bekommt ihr mit 0.7.7 einen Gutschein dazu, habt wieder zwei Gutscheine. Es steigt nicht über die fixe Anzahl, also die Begrenzung an Gutscheinen, hinaus. Deswegen ausgeben lohnt sich und natürlich kann man nicht unendlich sammeln. Kommen wir nun zu den wichtigsten Änderungen. Die allerwichtigste Änderung im Balancing ist die Änderung der 100mm Sprenggranate. Der Panzerungsdurchschlag der japanischen 100mm Sprenggranate wurde von 17mm auf 25mm erhöht. Das ist leicht irreführend. Man kann jetzt quasi, um es ganz einfach zu sagen, wir wissen, die japanische Hae hat einen Durchschlagswert von 1 Sechstel. Das wären 100 durch 6, müssten 16,66 irgendwas sein, aufgerundet 17mm. 17 mm, eine Stufe darunter sind 16 mm. Das bedeutet, diese 100mm Granate konnte bisher 16 mm an Panzerung durchschlagen. Was natürlich auf Tier 8 nicht gereicht hat, um
die Panzerung der DDS zu durchschlagen, weil wir haben dort 19 mm, wir haben bei der Gearing 21 mm und bei der Coverage 50 mm. Jetzt ist es aber so, der Wert wurde auf 25 mm erhöht, was man damit errechnen könnte, dass es 1 durch 4 ist. 100 durch 4 ist 25 mm. Das bedeutet nicht, dass man 25 mm durchschlagen kann, sondern dass man 24 mm durchschlagen kann. Sprich, alle DDS werden jetzt durchschlagen von der 100 mm AP der Japaner, also der Gan-DDS, Akizuki etc., auch die Sekundärbatteriegeschütze der Ibuki, Sao, Ki und Tayo und Hakuryo haben jetzt diesen Bonus, außer die Panzerung der Khabarovsk mit 50 mm. Die ist natürlich unantastbar. Somit kann man bei IFAE-Skillung jetzt auch 32 mm durchschlagen. Einfache Rechnung, 100 mm mal Penetrationswert von 1 Viertel, also 100 durch 4, 25 mal 1,3, was die 30% von IFAE sind, sind 32,5. Das bedeutet, es wird aufgerundet auf 33 mm und dann kann man 32 mm Panzerungen durchschlagen. Es hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ist es eigentlich nicht. Ich kann auch nochmal ein Video speziell zu IFAE machen, wenn ihr das wollt, oder nochmal kurz anreißen dort in diesem Video, wie das funktioniert mit dem Durchschlag. Aber ich glaube, ihr kennt das alle. Wenn nicht, einfach in die Kommentare schreiben. Durch diese starke Steigerung der Geschützkraft wurde die Akizuki natürlich angepasst. Die Erkennbarkeit im Wasser, nach Abfahren, der Hauptgeschütze im Nebel, die Ruderstellzeit und die Ruderstellzeit für Rumpf A wurde erhöht. Ist jetzt näher an der Katikaze dran und die ist natürlich auch nahe an der Harugumo. Das heißt, wir haben eine konsistente Weiterentwicklung. Die Sumo bekommt einen Buff der Deckpanzerung von 32 mm auf 57 mm. Das ist natürlich krass. Die Erkennbarkeit wurde verringert auf 17,1 von 19,26. Und die Erkennbarkeit im Nebel wurde auch geändert, das ist aber nicht so wichtig. Wir haben eine wichtige Änderung noch, nämlich Schlachtschiff Yamato. Wir haben eine Drehgeschwindigkeit bei der Yamato von 2,5 Grad pro Sekunde. Der Hauptgeschütze, die wurde jetzt um 0,5 auf 3 Grad pro Sekunde erhöht. Das bedeutet, die Yamato kann jetzt schneller ihre Türme drehen. Das ist einfach notwendig. Es gibt noch viele weitere Änderungen. Es werden die, wie schon erwähnt, britischen Kreuzer gebufft oder verändert. Die Reichweite der Torpedos wird teilweise erhöht und die Erkennbarkeit zu Wasser wird verringert. Sowjetische Zerstörung, Nevni und Minsk und so weiter und so fort, wird erhöht. Also die Turmdrehrate wird erhöht und die Ladezeit teilweise verringert. Da muss man gut aufpassen. Nur die Leningrad bleibt außen vor. Es steht schon in den Kommentaren unterhalb des Patches und das ist ein Riesenpatch, wenn man das alles jetzt durchnimmt. Es muss auch aufgepasst werden. Premium-Schiffe werden meistens erst gebufft, nachdem die Reihe, also die Silberschiffe, gebufft worden sind. Denn einen Buff der Premium-Schiffe muss man mit Vorsicht genießen. Premium-Schiffe werden selten geändert, wenn, dann werden sie nur gebufft. Ist der Buff jetzt zu viel, kann man das schlecht wieder zurücknehmen bei einem Premium-Schiff. Zumindest ist so Wargamings Philosophie. Deswegen wird da einfach ein bisschen gewartet. Vielleicht haben wir mit 0.7.8 dann den Genuss, dass die Leningrad auch einen Buff bekommt, was die Geschützdrehgeschwindigkeit oder vielleicht auch das Nachladen betrifft etc. Da müssen wir einfach schauen. Die Tashkent ebenfalls Buff. Es wird nur möglich sein, die 130 mm, die 55 B2U von der Khabarovsk aufzubauen. Das bedeutet, man bekommt die Ballistik, also die ballistische Flugbahn der Khabarovsk-Granaten, schon auf der Tashkent, kann sich leichter daran gewöhnen. Die Chapayev wird jetzt schon mit Rumpf A das Überwachungsradar einsetzen können und so weiter und so fort. Ganz wichtig ist noch, amerikanische und panasiatische Zerstörer haben jetzt nicht mehr eine Zünderlaufzeit bei AP von 0,03, sondern nur noch von einem Drittel davon, also 0,01. Das bedeutet, es wird schneller zu einer Penetration kommen. Also man schießt nicht mehr so leicht durch gegnerische Zerstörer durch. Deswegen probiert nach dem Patch ruhig öfter jetzt AP aus. Bei Breitseite fahrenden Zerstörern könnte es sich mehr lohnen, als mit Hai drauf zu schießen. Ich muss mich auch daran erinnern, das ist ganz wichtig. Jetzt aber genug von den ganzen Verbesserungen, sonst zieht sich das. Müsst ihr leider selbst nachschauen. Es ist einiges, was da noch zu sagen gibt, aber es wäre nur ein Vorlesen. Ich habe die wichtigsten jetzt genannt, die wahrscheinlich zu spielentscheidenden Momenten führen können. Was jetzt noch kommt, ist eine Änderung an den Containern. Wir bekommen jetzt in mehr Ressourcencontainern, da wo auch Kohle drin ist, also bei den täglichen Aufträgen. Habe ich auch schon mal gesagt. Was jetzt ist, wir können die Tarnungen von Dallas, Helena, Cleveland, Seattle und Worcester kaufen für 1000, 2000, 3000, 4000 und unglaublichen 5000 Turbonen auf Tier 10. Also diese permanenten Go-Navy-Tarnungen, diese ganzen amerikanischen Flaggen, kann man natürlich wieder ausschalten, was gut ist. Und es kommen neue Schiffe auf den Live-Server.
Nicht für euch, aber für mich. Ich bekam die britischen Zerstörer, ich bekam die französischen Schlachtschiffe Jean Bart und natürlich den allseits geliebten Prinz Eitel Friedrich. Oh, die allseits geliebte Prinz Eitel Friedrich. Tier 6, da freue ich mich drauf. Werd fleißig dran testen. Die Fehlerbehebung zum Durchlesen, das überlasse ich euch. Das ist eine weitere Wulst aus einem kleinen Hörbuch zum Einschlafen. Aber es wird viele freuen, die das X auf der Minimap bei meinem Mod-Langzeittest betrachtet haben. Das kommt jetzt nämlich vom Wargaming rein. Ist kein X, ist ein Kreis. Also es ist kopiert und abgeändert. Also aber kein Plagiat oder... Ja, ihr wisst, was ich meine. Also es ist dasselbe, nur in grün, aber auch in rot. Eigentlich ist weiß. Aber das bekommt ihr jetzt auch. Muss man keine Mod extra installieren. Und natürlich bekommen wir... die Nachladezeit der Hauptbatterie, also dieses Modul, diese Verbesserung, die eingebaut werden kann, weil ja die Jean Bart kommt, wisst ihr auch schon Bescheid, warum sage ich das immer, ihr wisst eh alles, Patch 0.7.7 enthält alles das, was ich euch schon vorgestellt habe im Supertest, vielleicht mit geringfügigen Änderungen jetzt, viel Spaß, ciao.